So Leute, wir sind wieder da mit Let's Play Pokémon Feuerrot. Ich spiele ab jetzt allein weiter, das heißt, ab jetzt gibt's jede Folge mit meiner Wenigkeit. Es kam die letzten Wochen jetzt mal keine Folgen, da ich in dieser Edition noch ein bisschen was zu tun hatte, was ich offscreen erledigen wollte. Das möchte ich hier auch gleich mal zeigen. Zum einen habe ich ein kleines bisschen trainiert und zum anderen habe ich vor allem noch ein neues Pokémon in unserem Team mit, also ein neues Teammitglied. Sagt Hallo zu Don Marcy, dem Dragonier, das bald ein Dragoran ist. Ich habe bei Level 54 aufgehört, weil ich mir gedacht habe, die letzte Entwicklung möchte ich doch schon noch zeigen, wenn dann. Und ja. Insgesamt habe ich auch den Pokédex ein bisschen aufgefüllt, nämlich haben wir jetzt insgesamt 60 Gefangene, genauso viele brauchen wir auch. Denn jetzt können wir zu Professor Eich gehen und dann gibt er uns was Schönes. Ich freue mich, dich zu sehen. Was macht dein Pokédex? Zeig ihn mir. In deinem Pokédex steht gesehen 135 Pokémon, besitzt 60 Pokémon. Hey, es wird immer besser. Ah, das ist fantastisch. Rot, ich muss dich noch um einen wichtigen Gefallen bitten. Bitte höre genau zu. In letzter Zeit wurden viele seltene Pokémon gesichtet. Ich spreche von Pokémon, die nie zuvor in Kanto aufgetaucht sind. Ich würde mir das gerne selbst ansehen, aber ich bin zu alt. Da ich nicht kann, möchte ich dich, Rot, bitten, an meiner Stadt zu gehen. Ach, ja, ist grün wieder mit seinem superschönen Theme. Das habe ich gehört. Upsi, warum gibst du immer Rot den Vorzug gegenüber mir? Ich habe mehr Pokémon gefangen und auch noch schneller. Ich sollte mich also um alles kümmern. Ich weiß, ich weiß. Ich brauche natürlich auch deine Hilfe. Lasst mich eure beiden Pokédex sehen. Und erledigt. Nun können Sie noch mehr Infos über Pokémon sichern. Der Pokédex von Rot wurde erweitert. Also, Rot und Grün, dieses Mal müsst ihr den Pokédex wirklich vervollständigen. Es soll der beste und vollständigste Pokédex aller Zeiten werden. Das ist wahrhaft ein großes Unterfangen in der Geschichte der Pokémon. Ruhig, Upsi, keine Aufregung. Ich vervollständige den Pokédex. Mach dir keine Gedanken. Ich denke, ich werde mich zunächst auf Island 1 umsehen. Wie dem auch sei, ich muss weg. Ja, und da hat er uns doch gleich den Wink mit dem Zaunpfahl gegeben. Island 1 ist der nächste Hafen, den wir ansteuern müssen. Also geht's jetzt erstmal auf nach Orania City. So, ich habe sogar dran gedacht, dass ich mir das Fahrrad wieder auf Select lege. Vorher habe ich da den Kampfwander gehabt, weil ich mit dem die ganze Zeit trainiert habe. Die ganze Zeit Rückkämpfe gegen irgendwelche Trainer gemacht. So. Dann schauen wir doch mal hier hin. Hast du nicht irgendwas für mich? Rot, wie ist das bei dir gelaufen? Oh, aha, du hast mir Pokémon gefangen. Weißt du was? Es könnte vielleicht hilfreich sein. Ich modifiziere momentan das Netzwerk. Ich richte es so ein, dass ein Tausch über lange Distanzen möglich ist. Wenn ich fertig bin, kannst du exotische Pokémon mit Trainern von nah und fern tauschen. Aber es gibt einen Haken. Damit die Maschine funktioniert, brauche ich einen speziellen Edelstein. Er soll hier auf Island 1 sein, aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Wer weiß, wo er ist? Ja. Ich weiß ziemlich genau, wo der ist und dort gehen wir jetzt hin. Moment, wir haben doch noch ein bisschen Schutz da, oder? Ja. Dann können wir gleich die ganze Strecke surfen. Und nebenbei noch dieses Item hier holen. So. Hier habe ich übrigens die ganze Zeit trainiert. Gab auch ein paar hübsche Angriffs-EV für das Dragonier. Wobei er auch einen guten Spezialangriff bekommen hat, weil ich ihn zuerst woanders trainiert habe.
So, dann sind wir mal wieder auf dem Glutberg. Wow, endlich durch. Auf zur Schatzsuche. Wir bringen jeden Schatz, den wir finden, ins Lager, verstanden? Und wie lauten die Passwörter für das Lager natürlich? Wie? Du hast das Passwort vergessen? Eigentlich sind es zwei. Das erste lautet Abok Cobra. Und das zweite ist... Hey, das Bike belauscht uns. Ja, habt ihr was dagegen? Du hast uns bespitzelt, gib es zu. Ja, natürlich habe ich das. Ich bin schließlich von der Stasi. Natürlich nicht. So, der hat ein Tragasso, Level 37. Das sollte für uns kein großes Problem sein. Auch wenn er eine Stärke von Shake überlebt. Naja. Dafür kriegt er jetzt die Statik. So, gibt's ein paar EP. Ein Knogger, ja, da möchte ich jetzt aber wechseln. Los, das ist was für Mike. Da gibt's einen kleinen Surfer und dann sollte das mit dem Knogger auch schon erledigt sein. Hä? Wie? Warum musstest du gewinnen? Weil ich's kann. Du willst wohl etwas von unserem Schatz? Das kannst du vergessen. Herausforderung von Team Rocket Rüpel mit einem Radfratz. Ja, da gibt's erstmal einen schönen kleinen Durchbruch. HEP, ein Sandan. Bleib mal drin. Vor allem, weil Jake kurz vor Level 54 ist. Irgendwo wusste ich doch, dass der das überlebt. Man ja auch immer so Pokémon reinschicken, die eine verdammt hohe Verteidigung haben und immun gegen Elektroattacken sind. Aber wenigstens Level 54 für Jake. Ach, da kriegt er nochmal die 6 Angriff dazu. Ja, das kommt vom EV-Training. Der hatte noch die ganzen Mashox und Rasaf, die ich da vorhin verkloppt habe, alle mit drin. So, da kommt der Maike nochmal in den Kampf. Mit einem Surfer. Effektiv und 1200 EP. Und ein Radikal. Ja, komm. Da kriegst du ein Erdbeben. Dass die auch immer Volltreffer machen. Da ist der Rocket Rüpel besiegt. Fröhne der Amnesie und vergiss, was du gehört hast. Welch Rückschlag, wir müssen uns neu gruppieren. Du, denk nicht einmal daran, uns einzudrehen. Wenn du weißt, was gut für dich ist, dann denk nicht einmal daran. So. Dann tauschen wir mal wieder fröhlich durch. Jake hat sogar mehr KP als Don Marcy. Na gut, Don Marcy entwickelt sich ja auch noch einmal. Schutz wirkt nicht mehr. Ich will aber nicht, dass der Schutz nicht mehr wirkt. Stärke haben wir ja zum Glück dabei. So, der muss hier hin, der dahin. Dann kommen wir hier durch. So, dann den da nach unten schieben.
So, wo geht's jetzt nochmal weiter und wo nicht? Probieren wir es einfach mal hier. Ja, das hier scheint der richtige Weg gewesen zu sein. Ich will aber erst den falschen Weg gehen, weil ich will da irgendwelche Items noch absahnen. Das geht ganz einfach. Schutz wirkt nicht mehr, von wegen. Nicht solange ich noch Schutz habe. Oder war das hier einfach nur der Ausgang? Ja, das war nur der Ausgang, okay. Na dann. Dann gehen wir halt wieder erst da unten lang. Ich habe diesen Teil hier schon ewig nicht mehr gespielt. Da habe ich insgesamt sowieso nur ein einziges Mal durchgespielt. So. Das ist Blindenschrift. Ach. Jetzt, wenn ich meine Blindenschriftübersetzung hier hätte. Könnte ich das jetzt lesen? Aber egal. Wir haben hier auf jeden Fall den Rubin gefunden. Was haben wir hier noch? Ah ja, sehr interessant. Kann ich jetzt leider nicht übersetzen. Ich kann die nämlich nicht auswendig. Moment, wir haben noch ein Fluchtseil hier, oder? Ja. Kann ich hier schon fliegen? Yep, passt. Dann auf nach Eiland 1. Dann geben wir dem Celio doch schon mal den Rubin. Oh, das ist. Der Rubin. Dankeschön, Rot, du bist einzigartig. Darf ich dich noch um einen weiteren Gefallen bitten? Ja, warum nicht? Während meines Studiums der Edelsteine habe ich etwas Wichtiges herausgefunden. Es gibt einen weiteren Edelstein, der zum Rubin gehört. Der andere Edelstein wird auf Sevi Island vermutet. Rot, bitte finde den anderen Edelstein. Rot, gib mir bitte den Pass. Ja, der Tripass wurde zum Bundpass. Und die Karte wurde erweitert. Dies ist mein Pass für die Fähre. Damit kannst du nach Sevi Island. Rot, bitte, ich bin auf dich angewiesen. So. Neben Island 1, 2 und 3 gibt es hier noch vier weitere Eilande. Nämlich Island 4, 5, 6 und 7. Und dort müssen wir jetzt hin. Nämlich erstmal zu Island 4. Dort haben wir erstmal eine Kleinigkeit zu erledigen. Und da kommt wieder unser Lieblingsrivale. Hey Rot! Was machst du hier auf Sevi Island? Du solltest aufhören, mich nachzuahmen. Egal, ich habe mein Pokémon-Ei bereits, also hält mich hier nichts mehr. Hey, ich glaube, du weißt nichts über Pokémon-Eier. Du wirst nie einen nationalen Pokédex vervollständigen. Apropos, ich sah jemanden auf dieser Insel, den wir beide kennen. Warum siehst du dich nicht um, wenn ich dich neugierig gemacht habe? Ich habe keine Zeit zu verlieren. Wir sehen uns. So, wer kennt übrigens diese Musik hier? So. Ist zwar jetzt nicht unbedingt notwendig, aber Pokémon heilen gehört mal dazu. So. Hier ist eine Pokémon-Pension. So, war das hier? Ah ne, hier sind nur die zwei. Da bringt einer mir den Body Slam bei, aber den brauche ich jetzt eigentlich nicht. Aber hier ist es. Ich weiß nämlich, wer hier wohnt. Eine Menge Pokémon-Puppen.
Hier wohnt mich die gute Lorelei. Da ist ein Item, das holen wir uns mal schnell. Ein Sternenstaub. Können wir gut verkaufen. Fröstlich. Ich habe aus dem Eis, das ich in der Eiskaskadenhöhle abgetragen habe, einen Eisdrink zubereitet. Frostig und lecker. So, die Eiskaskadenhöhle. So, hier gibt es einen Wasserfall. Da kommen wir allerdings momentan noch nicht hoch. Ah ja, das ist wieder sowas. Ja. So rum kann man da gehen. Ach ja, stimmt. Ich habe ja keinen Schutz mehr an. Und natürlich kommen sie erstmal in Golbad entgegen. Aber solange wir noch Schutz haben. So, jetzt ist die Frage, in welcher muss ich runterfallen? Ich probiere es erstmal hier. Ich bin mir nämlich jetzt echt nicht mehr sicher. Das war der falsche, natürlich. Dann eben nach oben. Gibt's hier noch irgendwas zu holen? Nee. Da komme ich nur hin, wenn ich wahrscheinlich mich hier einbrechen lasse. Ne, muss ich mich an einer anderen Stelle einbrechen lassen. Okay. So. Da. Moment, komme ich irgendwie an das Item ran. Da. Sehe ich jetzt zumindest nicht genau, wie man da rankommen soll. Ach, hier geht's sowieso nicht. Dun. Ach ja, hier. Nee, da kommt man auch nicht hin. Naja, egal. Dann holen wir uns halt erstmal die Kaskade. Ach, Mist. Ich will das Item jetzt noch haben. Ich werde es bekommen. Hier komme ich überhaupt nicht weiter, ne? So, dann mal gut überlegen. Hier muss ich nach da oben. Aber wie komme ich dorthin? Ich habe gerade echt keine Ahnung. Es würde gehen, wenn ich dort in die Ecke da kommen würde, aber da komme ich ja auch nicht hin. Verdammt, wie kommt man an dieses Item daran? Ich jetzt echt überfragt. Ach, gut, ich lasse es sein. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Kaskade. Die bringen wir doch schnell jemandem bei.
Ja, da gibt es nur zwei, die es lernen können, nämlich Don Marcy und Adrian. Ich bringe sie aber Adrian bei. Und ja, der hat mittlerweile eine Hydropumpe gelernt. Ich werde ihm aber erstmal den Biss verlernen. Den Surfer kann ich ihm nämlich nicht verlernen. Und der Undichterzacke braucht er jetzt auch nicht unbedingt, vor allem nicht, wenn sie so schwach ist. So, dann surfen wir jetzt erstmal wieder eine Runde. So, dann können wir nämlich jetzt hier rauf. So. Und wie es hier weitergeht, das erfahrt ihr dann im nächsten Part. Ich nehme jetzt gleich weiter auf. Ihr müsst jetzt erstmal wieder eine Woche warten. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut.